Hallo meine Mäuse, ich bin mal wieder da und ich habe ein Haul für euch. Ja, es ist schon der zweite Haul in dem Monat Juli. Ich wollte euch zeigen, was ich mir wieder gekauft habe. Es sind keine kosmetischen Sachen dabei, dieses Mal nicht. Es ist mehr ein Fashion Haul und wir fangen einfach mal an. Ich habe das eine Mal, wo ich mit der Straßenbahn an Zeeman vorbeigefahren bin, gesehen, dass draußen ein magentafarbener, also so ein Pinkton ist das ja, da halt ein Blazer hing und ja, diesen Blazer habe ich mir jetzt geholt. So sieht der aus. Ich kann ihn auch mal anziehen. Dann seht ihr mal, wie er so angezogen bei mir aussieht. Ich würde ihn natürlich auflassen, weil, ja, meine Meinung ist halt, ich trage sowas halt lieber offen, aber ich finde, er steht mir sehr gut und ich mag ihn auch wirklich sehr. Der hat das eine Mal ein Schild dran gehabt, dass der 17 Euro kosten sollte und wo ich jetzt da war, hing ein Schild dran, dass der reduziert auf 4 Euro war, wo ich dann an der Kasse allerdings doch nur 3 Euro bezahlen musste, weil da wohl irgendwie auch nochmal Prozente drauf gekommen sind. Ja, also der ist wirklich schön und ja, er sollte sogar am Anfang nur 4,99 Euro kosten und war dann irgendwie, bevor er 4 Euro gekostet hat, noch dreimal runtergesetzt und das Endergebnis war dann halt 4 Euro. Ich habe ja nur 3 bezahlt, weil die Kassiererin das gesagt hatte, weil ich halt noch ein Prozent da drauf gekriegt habe und das ist die Größe 42. Ja, finde ich wirklich sehr schön und werde ich so in der Sommerzeit vielleicht mit einem Basic-Top oder mit so einem Top, wie ich das gerade anhabe, drunter anziehen und das ist auch praktisch, da muss man nicht immer eine Sweatshirtjacke nehmen. Ich mag Blazer auch, die sind wirklich toll und praktisch und deshalb habe ich ihn jetzt. Und dann hat mich, wo ich auf die Straßenbahn gewartet hatte, das eine Mal von Woolworth, wir haben mittlerweile in der Innenstadt Woolworth, hat mich da draußen ein Pulli angesmiled in dem Sinne und ja, ich konnte da nicht anders und musste halt gucken gehen, ob ich meine Größe finde. Es gab zwei Größen, es gab S und M und ich habe dann M mitgenommen und der müsste mir eigentlich auch passen. Das ist so ein schönes, ja, ist schon so ein Giftgrün, aber auch irgendwie ein Apfelgrün. Für 6 Euro habe ich mir so einen Pulli mitgenommen, wo so MTV draufsteht. Ist für die kalten Tage auch nicht verkehrt. MTV Music Television. Joa. Ist mir eigentlich egal, ob da MTV oder so draufsteht, aber ich finde den Schriftzug an sich dann halt doch irgendwie ansprechend und habe mir den dann halt mitgenommen, den Pulli, und ja, dann habe ich, wenn die kalten Tage kommen oder wenn es jetzt irgendwie abends ein bisschen kühler werden sollte und ich habe keinen Bock, eine Jacke mitzuschleppen, kann ich einen Pulli nehmen und kann mir den dann überziehen. Dann ist mir auch warm. Also, da sind die Möglichkeiten offen. Das war, wie gesagt, Größe M und der hat mich 6 Euro gekostet. Vorher sollte er 20 Euro kosten und ja, ich finde, das ist ein himmelweiter großer Unterschied. Und bin happy. So, das lege ich auf meinen Schoß. Dann war ich ja jetzt vergangene Woche Samstag, wie ich das ja in Facebook gepostet habe und in meinem letzten Video angekündigt hatte, in Köln gewesen. Und ja, also es war furchtbar heiß draußen. Wir hatten in Köln bestimmt 37 bis 40 Grad, also es war draußen echt höllisch heiß und ich bin mit Moni echt nur die ganze Zeit im Schneckentempo gegangen, weil bei der Hitze kann man sich echt nicht schnell bewegen und ja, vor allem dann nicht, wenn man noch ein kleines Kind dabei hat und ja, wir waren dann wie
verzweifelt auf der Suche nach dem Primark und da ist mir dann in den Sinn gekommen, die haben doch drei Leute unter deinem Post geschrieben, weil ich gefragt hatte, wo sich der Primark in Köln befindet. Und dann haben das da welche hingeschrieben und dann haben wir eine Verkäuferin auch noch gefragt, wo denn da diese Straße ist, wo sich das befindet. Sie hat uns das noch ein bisschen besser erklärt als der Mann, den ich vorher gefragt hatte. Und ja, so sind wir dann bei Primark gelandet. Ich muss sagen, der Primark hat mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Es war wirklich traumhaft in diesem Laden, weil er ist nicht so mega klein. Also die Etagen sind richtig schön groß. Die sind nicht so klein wie jetzt in Dortmund. Und da kann man echt schön in dem Sinne durch die Gänge tanzen und muss nicht sich immer an anderen Leuten vorbeiquetschen. Also da ist wirklich Platz en masse. Ich habe auch schon gehört, dass das drei Etagen sind. Der in Essen hat ja mehr Etagen. Aber ja, wer weiß, ne? Also ich finde den in Köln jetzt auf jeden Fall auch eine wahre Wucht und ich freue mich schon darauf. Ich will ja Ende August nochmal nach Köln und will da auf jeden Fall dann auch nochmal bei Primark rein. Falls einer von euch da irgendwie Lust haben sollte, dann mit mir da in Köln shoppen zu gehen, könnt ihr euch liebend gerne melden. Also ja, ich würde mich schon so freuen, so ein paar von euch kennenzulernen. Alle geht, denke ich mal, wahrscheinlich nicht, aber halt so ein paar. Und ja, ihr könnt mir einfach ein Kommi da lassen, wo ihr so herkommt und ob ihr vielleicht vorhabt, Ende August irgendwie nach Köln mal zu kommen oder so, dann könnten wir uns mal treffen und könnten dann da zusammen shoppen gehen. Ja, also der ist wirklich traumhaft. Die haben da auch eine riesengroße Auswahl. Das ganze Licht ist da auch fantastisch drinne und oben an der Decke sind Spiegel und ach, das war einfach so wunderschön. Und ja, ich habe dann auf jeden Fall in der einen Ecke eine Kette gesehen, die kannte ich schon von der Primark Facebook-Seite. Und zwar ist es diese mit den Blumen. Ich fand die wirklich wunderschön. Sie hat mich nur 8 Euro gekostet. Und ja, ich weiß nicht, ich finde, sowas passt jetzt einfach wunderbar zu der Jahreszeit Sommer. Man kann sie natürlich auch im Herbst tragen oder im Frühling. Aber ich finde sie für den Sommer einfach perfekt. Das ist eine Statement-Kette. Und die kann man, denke ich mal, wunderbar zu Basic-Oberteilen anziehen oder auch zu so einem Oberteil, wie ich das hier gerade anhabe, weil da kommen die Farben auch ein bisschen drinne vor und das dürfte da auch echt gut passen. Also die Kette ist echt ein Traum und ich mag sie tierisch. Ich werde wahrscheinlich diese Woche Samstag im Primark in Essen sein, weil ich habe in Köln im Primark echt tolle Schuhe gesehen und ich habe die da anprobiert und habe sie dann noch nicht mitgenommen. Und diese Schuhe lassen mich jetzt einfach nicht in Ruhe, weil sie echt wunderschön sind und ich will mal gucken, ob ich die in Essen auch kriege. Weil wenn ja, dann ist echt alles perfekt und dann freue ich mich wie ein kleines Kind und ja. Also die Kette ist echt der Hammer und ich mag sie tierisch. Dann kommen wir zum Hauptgrund, warum ich überhaupt bei Primark drin war. Und zwar ging es wieder um Hosen. Ich habe mir wieder so stinknormale Skinny Jeans mitgenommen. Die waren reduziert von 10 auf 5 Euro. Und ich finde, mit diesen Skinny Jeans von Primark kann man eigentlich nichts falsch machen. Außer ich habe schon eine von denen auch. Und ja. Ja, okay. Ich habe auch so eine und auf jeden Fall ist die unten im Schritt halt schon ein bisschen gerissen und das ist dann halt nicht so praktisch, aber ja, ich kaufe mir dann halt hin und wieder einfach neue Hosen bei Primark. Das macht dann nichts, weil ja, für das Geld kann man da eigentlich nicht an der Qualität rummeckern. Und ja. Das ist die Größe 42, hat 5 Euro gekostet und die habe ich mir zweimal mitgenommen.
Dieses Mal habe ich dazu sogar die Bügel wieder geschenkt bekommen. Das ist ja nicht immer. Aber da freue ich mich auch drüber. Dann habe ich erstmal wieder Bügel und ja. Da war aber auch eine Ecke, also das muss ich jetzt echt sagen, im Primark. Ich glaube, das war. Wo waren das? War das. Das war bei diesen. Ja, die sehen so aus wie diese holländischen Pantoffeln. Diese Holzpantoffeln kennt ihr bestimmt. Und sowas in der Art gab es da auch. Da waren dann oben drauf auf diesem breiten Riemen, der da dran war, irgendwie so Glitzerpartikel drauf, so rosafarbene. Und ich bin da in die Ecke gegangen. Ich habe gedacht, ich kipp um, weil das hat da so ekelhaft gestunken irgendwie nach Gummi oder so und das war echt abartig. Also ich musste aus der Ecke echt flüchten. Das war tierisch furchtbar. Dann habe ich mir noch so einen Top mitgenommen. Wartet mal, ich muss das hier mal sortieren. So geht das natürlich nicht. Und zwar ist das so ein Top mit einem Stern vom Walk of Fame. Finde ich wunderschön. Und dann steht da halt Los Angeles, Welcome to Hollywood. Und dann ist da ein Stern und da steht You drauf. Finde ich wunderschön. Hat mich, wo ich eigentlich zur Kasse gehen wollte, angeguckt. Und ja, wo ich dann langsam auch Angst gekriegt hatte, wo ich dann weitergegangen bin, weil Moni war auf einmal verschwunden. Und ich habe sie die ganze Zeit gesucht, habe sie aber nicht gefunden. Und dann habe ich sie auf einmal von vorne schreien gehört. Und dann bin ich da halt auch sofort hin. Und ja. Wir halt wieder, ne? Typisch. Ja. Das hat mich 3 Euro gekostet. So, jetzt haben wir es wieder. Und das ist die Größe 42. Und dann habe ich mir noch eine Sache mitgenommen. Und dann sind wir schon wieder mit dem Haul durch. Und zwar habe ich mir wieder so ein ganzes Bund für 1,50 Euro. Das sind 50 Haargummis für 1,50 €, da kann man echt nichts gegen sagen, mitgenommen, so ein Pack, weil ich habe jetzt schon echt oft Moni einfach ein Haargummi geschenkt, wenn ich mit der unterwegs war und sie hatte keins. Dann habe ich einfach gesagt, ja komm hier, nimm eins von mir und ja, dann verschwinden und wieder spurlos Haargummis bei mir irgendwie in Taschen oder so. Und ja, dann muss ich dann halt immer für Nachschub sorgen oder sie reißen einfach. Das ist natürlich auch logisch, aber ja, da muss man halt mit rechnen. Haargummis halten halt nicht ewig und so ist das einfach. Irgendwann sind die auch ausgeleiert und reißen in der Mitte durch. Und ja, damit muss man echt einfach rechnen. Haargummis sind Haargummis. Und ich habe mich echt langsam dazu entschieden, mir nur noch so welche zu kaufen, die in der Mitte keinen Metallverschluss haben, weil die mit Metallverschluss, die reißen die Haare und machen die Haare noch mehr kaputt und deswegen habe ich mich dann doch lieber für so welche ohne Metall entschieden, weil das die schonende Variante für die Haare ist. Oh ja. So. Das war mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nicht eingeschlafen oder so. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wie gesagt, schreibt mir doch mal unter dieses Video, ob ihr irgendwie vorhabt, Ende August nach Köln zu kommen und ob ihr Lust hättet, shoppen zu gehen. Das könnt ihr einfach mal schreiben und lasst mir das einfach da. Und ja, jetzt habe ich noch eine Frage für euch. Beziehungsweise eine Aufgabe, schreibt mir doch einfach unter anderem auch mal unter das Video, was euer absolutes Lieblingsstück aus Primark ist. Das würde mich auch echt interessieren. Und ja, jetzt sage ich aber wirklich Tschüss und wünsche euch noch einen restlichen schönen Tag und sage bis bald. Tschüssi!